Ja, moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Neandertaler Whisky Blog und wieder ein Aaron auf dem Fass. Ja, ich habe ja angekündigt, dass ich hier noch den einen oder anderen Aaron verkosten werde und ich habe noch Abfüllung mit dem alten Design. Jetzt haben wir den Aaron Sherry Cask Finish und der sticht im Vergleich zu seinen Mitstreitern mit den anderen Finishes ein bisschen raus, weil der hat, warum auch immer, 46%, während die anderen 50% haben. Finde ich grundsätzlich erstmal schade, ne? Der Sauternes Cask hat 50, der Amarone, der Côte Rôtie Finish, selbst der Port Finish hat 50%. Warum macht man den Sherry Cask Finish mit 46%? Aber na gut. Ich hätte die alle gleich gemacht. Zu den Eckdaten ansonsten. Vor Bourbon-Belegung, danach Sherry, Cask, Finish. Hier steht es auch nochmal drauf, Oloroso. Steht da PX auch nochmal drauf? Ne, es ist glaube ich nur Oloroso. Ja. Es ist ausschließlich Oloroso und ohne Kältefiltration und ohne Farbstoff. Also eben nicht künstlich, ne? Also naturbelassen, wollte ich sagen. Keine Ahnung. Oder ohne künstliche Zusatzstoffe. Oder was ich da auch immer sagen wollte. Ist egal. Kommen wir einfach direkt mal zur Verkostung, ne? Bisschen mehr habe ich, glaube ich, bei dem anderen Aaron-Video schon erzählt zum Sauternes Cask Finish. Wen das interessiert, guckt rein. Ansonsten lasst es auch bleiben. So, ne? Wollen wir mal probieren. Ja. Man riecht beides. Man riecht ein bisschen auch die Bourbonfässer, aber man riecht sehr gut das Sherry Cask Finish raus. Also die Bourbonfässer halt wirklich in Richtung der Süße. Ich würde jetzt hier eher von Karamell sprechen als Vanille. Aber man riecht auch eine deutliche Dunkelfrucht raus. Eine leichte Würze. Und diese Dunkelfrucht ist stellenweise, geht das sehr stark in so eine, ja, in so eine beerige Note, so Waldbeeren. Daran erinnert mich das gerade sehr stark. Und hat auch so einen leichten säuerlichen Touch. Also, ja, was man auch oft eher so ich meine, klar, Sherry und Portweine sind ja auch Starkweine. Auch die können so eine säuerliche Note haben, aber das hat man doch eher, finde ich, bei Rotwein-Finishes. Aber hier habe ich es tatsächlich auch. Und ganz kurz hatte ich so einen Brausemoment. Aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Ganz Ahoi-Brause mit irgendwelchen Waldfrüchten, Waldfruchtgeschmack, wahrscheinlich mit Himbeere oder so, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt die Himbeere habe, aber so mit dieser Süße und gleich diesen säuerlichen Touch und so und diesen, ja, Brausemoment, irgendwie erinnert mich das so echt an so Ahoi-Brause so ein bisschen. Ich hoffe, es schmeckt nicht ganz so künstlich wie Heubrause, aber ich gehe nicht davon aus. Also, was ich bislang von Aaron im Glas hatte, und den hatte ich natürlich jetzt auch schon im Glas, weil auch der stammt wiederum aus einer Tastingreihe von mir, wo ich so ein bisschen ja, auf verschiedene Fasstypen eingegangen bin, anhand der Aaron-Brennerei, weil man konnte die halt gut als Beispiel nehmen, weil man hat Aaron, ne, wie heißt das? Wie heißt denn der Standard ausschließlich aus Bourbon Barrels? Heißt der nächste The Barrel? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Aber das ist der rein Bourbon-Fass gereifte. Und auf dem basieren die ganzen Finishes. So, die ich vorhin aufgezählt habe. Ne? Und da kann man immer die verschiedenen Fasstypen an einer Hand, an einer Brennerei ganz gut erklären. Weil man hat immer dieselbe Grundlage und kann dann die verschiedenen Fässer vergleichen.
fand ich ganz spannend für das Thema, die Erin-Brennerei dafür zu nehmen. Und sie hat zum einen halt auch tolle Qualität. Alles, was ich bislang von dem im Glas hatte, hat mir geschmeckt. Und die haben zu den Preisen, wo man die einkaufen konnte, auch noch einen unfassbar hohen Alkoholgehalt. Wie gesagt, also mit 46 ist der der schwächste. Ich glaube, die Bourbon, rein Bourbon fast abge... oh Gott, also heute habe ich es aber auch echt, ne? Die rein Bourbon fast Abfüllung, egal, machen wir jetzt so, die hatte dann irgendwas zwischen 40 und 46, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber alle anderen haben 50% halt, ne? Und sind zu ähnlichen Preisen einzukaufen und preislich echt, kann man nicht meckern, ne? So, aber jetzt zurück zum Whisky. Ja, Würze, Dunkelfrucht. Also man riecht das Sherry-Finish auf jeden Fall sehr gut raus. Sehr angenehm. Leichte Säuerlichkeit, schöne Süße. Ja, und wie gesagt, es geht stark in diese Bärenrichtung, finde ich, ne? Ja, vielleicht auch so ein bisschen in der Nase eine Nussigkeit. Ganz, ganz hinten dran aber, ne? Probieren wir mal, Sancha. Ja, okay. Ja, okay. Also, im Geschmack ziemlich genau wie die Nase. Man hat die Süße, man hat die leichte Säure, man hat eine dunkle Fruchtigkeit, die in Richtung Beeren geht. Man hat eine im Geschmack eigentlich stärker ausgeprägte Nussigkeit als in der Nase. In der Nase ist es so ganz leicht dezent vorhanden. Im Geschmack ist es doch schon ein bisschen deutlicher. Und im Abgang, also erstmal ist er sehr trocken werden hinten raus. Also der Gaumen wird sehr schnell trocken dann. Und dann kommt aber so eine Bitterkeit in Form von Zartbitterschokolade. Und auch da vielleicht ein bisschen die Nussigkeit. Sehr, sehr schöner Whisky bis jetzt. Wir probieren noch ein zweites Mal. Oh, jetzt hat man auch die dunkle Schokolade in der Nase, ne? Ja, super, Sancha. Ich hatte jetzt, während ich dran gerochen habe und ihn im Mund hatte, nochmal richtig stark die Beeren in der Nase. Zeitgleich hatte ich aber mega Zartbitterschokolade im Geschmack sehr stark vorhanden. Dann kam aber auch diese Beerennote auch wieder im Geschmack. Ganz am Anfang hat man die Süße, die eher von den Bourbonfässern kommen sollte, weil das in so eine Vanille-Karamell-Richtung geht. Da kann ich es tatsächlich gar nicht so benennen. In der Nase hätte ich jetzt eher Karamell gesagt. Auf der Zunge könnte ich es jetzt gar nicht sagen. Ganz am Anfang, wo diese Süße kommt, wirkt ja auch am Anfang ein bisschen wässrig. Aber wenn dann das Sherry-Fass zum Einsatz kommt, in Form von dieser Schokolade und den Beeren, da wird er auch kräftiger im Mund. Ne? Also, ja. Also wenn man Preis, Leistung sich anschaut, absolute Empfehlung, weil der doch relativ komplex ist. Er ist ja irgendwo eine Mischung aus leichter Whisky, aber doch zwischendurch dann ein bisschen kräftiger. Der ist halt sehr, sehr komplex. Also der geht von leicht in schwerere über. Man hat in der Nase und im Geschmack doch verschiedene Aromen, die man entdecken kann.
Er ist echt lecker. Ne? Also die Nase ist ansprechend, der Geschmack ist ansprechend. Einziges Manko im Vergleich zu seinen Mitkonkurrenten, was die anderen Finishes angeht, er hat halt 4% Alkohol weniger. Finde ich schade, wenn man das komplett gleich gemacht hätte für diese Finish-Serie. Ich meine, die sind ja optisch auch alle gleich. Die unterscheiden sich ja auch nur in der Farbe hier und hier. Das, was hier lila ist, ist bei den anderen zum Beispiel grün und rot und blau. Das ist schon eine komplette Serie und da frage ich mich, warum das eine Finish mit 46%. Ne? Aber ich vermute mal, weil das Sherry-Finish sich am besten verkauft, hat man es ein bisschen mehr verdünnt, man hat ein paar mehr Flaschen rausbekommen, man könnte es besser verkaufen, meine Vermutung jetzt, weil ich wüsste jetzt sonst kein Argument, warum man das sonst machen sollte. Aber es ist ein sehr, sehr kleiner Kritikpunkt. Ne? Also Spitzenwhisky zum guten Preis. Was wollt ihr mehr? So, ne? Also der hat, als ich die eingekauft habe, ich habe jetzt aktuell tatsächlich vor dem Video jetzt gar nicht geguckt, aber den hat man, glaube ich, für unter 40 Euro noch bekommen. Und selbst wenn der jetzt 45 kosten würde zum Beispiel, ist das immer noch okay. Unter 40 auf jeden Fall zuschlagen, bei 45 Euro darf man immer noch. Kann man drüber überlegen, aber also bei unter 40 auf jeden Fall. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder noch lieber ein Abo. Ansonsten reingehauen.